Tag, Buck, mein Name von der Boje Buck Produktion. Der Grund meines Hierseins ist simpel, dass im Kino, nicht in der Videothek, ein neuer Film von uns anläuft. Der heißt Same, Same, but Different. Gleich, gleich, aber anders. Es gibt da gleich einen Ausschnitt, wie ich gehört habe. Wir dröhnen uns zu und knallen uns was rein. Das ist Urlaub für uns. We gotta get fucked. Kein Problem. Gott wird gerade immer jung. Was hast du gesagt? Willst du mich heiraten? Ich war zurück, ich war wieder hin. Ich hab kein Geld mehr. Du kannst dich kaum mit ihr unterhalten. Sie liegt dir auf der Tasche. Sie ist eine kambodschanische Ex-Prostituierte und sie wird an AIDS sterben. Ist. Bis zum nächsten Leben. Willst du da wieder hin, oder was? Bist du mit Anfang 20 bereit für die Liebe deines Lebens? Ein Film, die mich beeinflusst haben, beispielsweise haben wir hier sofort schon Der letzte König von Schottland. Und das ist von James McAvoy, der hat ja Forrest Whitaker einen Oscar für gekriegt. Der Grund, weswegen ich hier rauspick, ist aber, dass unser Sounddesign 5 Monate gedauert hat von Same Same But Different, weil man den Sound in Asien zwar nie mitnehmen kann, aber man muss ihn komplett bearbeiten. 5 Monate Sounddesign, und die Jungs, die diesen Sound bearbeitet haben, haben auch unseren Sound bearbeitet. Worauf ich sehr, sehr stolz bin, weil es eine sehr, sehr gute Sound ist. Wir gehen jetzt aber weiter zu einer Sache, die letztendlich mit Sound auch zu tun hat. Und zwar, ganz simpel, hat Musik einfach damit zu tun. Und da gibt es ein Meisterwerk für mich sowieso immer, wo man mitkriegt, wie Musik gemacht wird. Und zwar Amadeus, Mozart. Vielleicht erinnern sich manche noch an diesen Film, manche mögen vielleicht auch nicht wissen, wer Amadeus ist. Ist ein Musiker, Wolfgang Amadeus Mozart, ein Film von Miloš Forman, gedreht, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall Oscar-Preisträger. Ein genialer Film über die Hauptfigur Salieri, der kotzt ab über seine, ja, über seine Mittelmäßigkeit mehr oder weniger, dass er nicht derjenige ist, der große, göttlich, gottgleiche Mozart ist. Und wir gehen eigentlich mit den Antagonisten und gleichzeitig Protagonisten. Eine sehr, sehr interessante Kombination, und folgen ihm auf den Spuren und entdeckt Mozart, was für ein Kindskopf das eigentlich ist. Finde ich einen unwahrscheinlich wichtigen Film heutzutage, weil viele Leute abkotzen darüber, dass sie nicht der Star sind und auch nur mittelmäßig. Und daraus eine Depression entsteht, wie schon bei Salieri, der am Ende im Irrenhaus endet. Ein fantastischer, für mich auch, Beispiel, wie Filmmusik, Musik überhaupt entsteht, aber auch wie eine kleine Krankheit im Kopf entsteht. Ein, finde ich, Drama und gleichzeitig komischer Film. Kombi liebe ich sowieso. Hat er auch sonst super gemacht. Eine Flug übers Kuckucksnest. Miloš Forman, tschechischer Meister, in Amerika jetzt beheimatet. Hat dann aber auch ein bisschen Schrott gemacht, teilweise wie Larry Flint. Oder sein letztes Werk, Hoyas Geister, total nach hinten losgegangen, aber wer gut ist, darf auch schlecht sein. Das ist sowieso die Regel. Für mich beeinflusst Same Same But Different hat komischerweise dieser Film. Dieser Film, den hätte ich eigentlich auch drehen können, weil der in der Provinz spielt, und das kenne ich mir sehr gut aus. Wie man weiß, ist dort ein Magic Moment drin. Und zwar Mary Streep spielt eine Hausfrau, die sich andauernd aufregt über den Zustand, dass die Tür auf und zu geschlagen wird. Also sie wird nicht respektiert, sie ist mehr oder weniger in dem Alltag erstickt, in der Provinz, in dem Provinznest. Und dann plötzlich kommt dieser junge Mann, Clint Eastwood, auch Regisseur in diesem Fall, wie meistens, er mag sich schon sehr gerne in der Situation sehen, da war er noch ästhetisch ganz gut haltbar als Liebhaber, aber das hat er danach nochmal versucht, man merkt es an den Händen, er soll das danach lassen. Da war das auf jeden Fall noch sehr appetitlich,
und geht und macht diese Tür ganz leise zu. Und diesen Magic Moment merkt sie, dieser Mann ist aufmerksam. Und diesen Magic Moment habe ich bei Sam Sam aber davon auch mehrmals thematisiert, was ich bei diesem Film sehr spannend finde. War nicht nur, dass er in der Provinz spielt, nee, man hätte ihn auch zu Hause drehen können. Ist, dass die Filmhandlung, die Fabel anfängt, dass die Kinder zu der Beerdigung von dieser jungen Mary Streep damals hinfahren und merken, unsere Mutter hatte einen Liebhaber. Und der Spiegel dieses Zustands, was es heißt, einen Liebhaber gehabt haben, führt dazu, dass der eine Mann umso mehr an seiner Frau hängen bleibt, während die Tochter sich von ihrem Mann trennt. Das ist die absolut dramaturgische Meisterleistung dieses Films. Ein Roman als Vorlage, dann aber genial umgesetzt. Auch einen guten, nicht den Film Let's Make Menge, den haben wir rausgebracht, ein sehr guter Film. Aber von diesem jungen Mann, Megacities, mögt ihr vielleicht nicht von gehört haben, Michael Glavogga, seines Zeichens ein exzellenter Regisseur, der auch Spielfilme macht. Aber hier sieht man eigentlich, und das hat mich am meisten fasziniert drin, es ist eigentlich die Geschichte von den 5 größten Städten der Welt. Moskau, Bangladesch, Mumbai und Mexico City, Bangkok. Also Mexico City, glaube ich, hat über 20 Millionen Menschen an Bord mittlerweile. Und man merkt eigentlich, wenn man das sieht, dass Berlin, wo wir uns hier gerade befinden, doch eine sehr schöne Provinz ist. Ein Meisterwerk für mich, deswegen ich auch mehr oder weniger nach Asien getingelt bin, nach Vietnam, Kambodscha, Phnom Penh, wo wir eben Same Same But Different gedreht haben. Pusher ist auch eine fantastische Reihe mit Mads Mikkelsen, kann ich nur sagen, empfehlen. Sollte dann bei dem Regisseur selber mal mitspielen. Es hat dann nicht stattgefunden, weil die deutsche Co-Produktion weggefallen ist. Irgendwie. Und damit war ich dann auch aus dem Schneider. Dann gehen wir jetzt hier zu einem alten Meisterwerk, eines großen Favorites sowieso. Mr. Lubitsch. Ist, finde ich, interessant, komme ich wieder auf Same Same But Different zu sprechen. Bei Ninochka ist es nämlich auch eine Liebesgeschichte zwischen zwei Kulturen, sozialisierten Kulturen, einem Bon Vivant aus Paris und einer sozialistischen, die große göttliche Gabor, die sich treffen in Paris und sie eigentlich über diese beiden Sozialisationen, trotzdem überwindet die Liebe diese beiden unterschiedlichen Sozialisationen zwischen Sozialisten und Kapitalisten und eine fantastische Komödie. Ich habe Same Same Different nicht als Komödie geführt, sondern eher in dem Drama-Kontext, was ich aber verdammt finde, was ja auch gut passt zu Asien. Wenn ich jetzt hier Mr. Ang Lee sehe, auch ein Meister des asiatischen Kinos, obwohl schon westlich sozialisiert und dann eben auch mit solchen Meisterwerken hinten rausgekommen ist. Guck mal, jetzt kommen wir hier auch in das Genre des Westerns. Man nannte ihn Ombre, ein fantastisches Meisterwerk sowieso. Aber auch der ökologische Western, wie zum Beispiel der Wer mit dem Wolf tanzt, ist für mich immer wieder auch ein Vorbild. Fand ich besser als Avatar damals. Aber hier sehe ich einen gerade, auch ein Meisterwerk, die üblichen Verdächtigungen, wie ich von den Produzenten damals gehört habe. Ein Film, der keine Finanzierung fand, weil er kaum zu erzählen war, nicht zu pitchen. Ganz im Gegensatz, aber auch L.A. Crash, ein Meisterwerk sowieso. Ups. Also, der könnte ich sowieso gar nicht genug bekommen. Aber ich mag sowas auch gerne. Ein Meisterwerk des Kitsches. Bodyguard, I love it. I can't always. I will always love you. Ah! Mein Freund Jonathan Demme. Ein Filmanfang, der seinesgleichen sucht. Einfach, man ist sofort in der stringenten Handlung drin und ich hasse eigentlich diese Sequels, wo man sagt, oh, Saw 1 bis 200 ist eigentlich hier, wenn man den Film einmal gesehen hat, da weiß man, da war man einmal kurz in der Hölle. Das macht ja eigentlich das Genre des Thrills aus, dass man einmal in der Hölle war und zu Hause eigentlich bleiben kann. Aber hier wird es ja wirklich spannend. Wollen wir nochmal kurz in den erotischen Film? Eigentlich total unterschätzt, meiner Meinung nach, weil das ist das eigentlich, was wir in Europa machen können. Wo ist denn der erotische Film? Erotik. Wir gehen mal rein und jetzt müsst ihr schneiden, wahrscheinlich ab 6 und gucken uns jetzt mal an, ob wir hier etwas finden, was eigentlich noch auf 35 gedreht wird.
Aber ich glaube, da findet man nichts mehr. Es ist alles, denke ich, nur noch eine Spezifikation auf bestimmte Teile, die man interessant findet in der einen Richtung oder in der anderen Richtung. Und Story, wie ich auch erfahren habe, von einer Pornodarstellerin Story nicht mehr so interessiert, weil die Leute nur noch schnell zum Punkt kommen wollen und deswegen leider auch ein bisschen kulturlos wird. Und vor allen Dingen auch in der Ausleuchtung teilweise sehr freudlos. Aber das wird ja, hier steht noch ein, das ist ja auch mehr die Fetischveranstaltung, die da nochmal woanders hin ist. Aber ein Klassiker an sich schwer festzustellen sind. Interessant. Jetzt gehen wir wieder raus. Und jetzt kommen wir zu Ende. Und für alle, ich meine, kommen wir von der Erotik direkt dahin, was es uns alle dann angeht, ist da, wo wir alle fangen, die Kinderfilmkiste. Ich liebe Kinderfilme, weil dann kann man immer zusammen ins Kino gehen und man weiß auch, wenn man gute Sachen sieht, was das denn hinterlässt in der Birne. Ist auch ein guter Film. Das war's beim Movie Pilot. Ciao.